befinden uns hier auf der Hochdaler Straße, der Verbindungsstraße zwischen dem Stadtteil Hochdahl und Alt-Erkrath. Wir wurden um 7.26 Uhr mit dem Stichwort Notarzteinsatz 10 Verletzte, Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, Bus beteiligt, hierhin alarmiert. Wir rückten aus mit der hauptamtlichen Wache. Aufgrund des Lagebildes haben wir schon auf der Anfahrt die Alarmstufe erhöht und den Löschzug Alt-Erkrath dazu alarmiert. Vor Ort stellte sich das Bild so dar: Ein PKW mit einer Fahrerin war seitlich versetzt frontal in einen Linienbus gefahren. Die Fahrerin war in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, massivst verletzt. Die Kinder, die sich im Bus befunden haben, es war ein Linienbus, aber um die Uhrzeit ist er größtenteils mit Kindern besetzt, waren bereits in eine benachbarte Firma verbracht worden und wurden dort durch Ersthelfer betreut. Wir hatten insgesamt dann an der Einsatzstelle eine Patientin schwerst verletzt, die mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik transportiert wurde. Zwei mittelschwer verletzte Patienten, die ebenfalls mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden. Und 18 betroffene Kinder, die alle durch Notärzte gesichtet worden sind. Die Kinder wurden dann mit einem Bus der Rheinbahn, einem Ersatzbus, zur Stadthalle gefahren. Dort werden sie zurzeit ihren Eltern übergeben. Ja, es ist also so, dass die beiden Fahrzeuge seitlich versetzt frontal zusammengestoßen sind. Der Bus wurde dabei über den Fahrradweg in einen Grünstreifen geschleudert, wo auch viele Bäume stehen. Viele Bäume sind abgebrochen, haben sich stellenweise auch über den Bus gelegt. Wir sind sehr froh, dass die Bäume nicht die Scheiben des Busses zerstört haben und so aus Glück tatsächlich nicht weitere Kinder schwer verletzt wurden. Also wir gehen von den betroffenen Kindern aus. Jedes Kind ist gesichtet worden von einem Notarzt und einem Rettungsdienstteam, sodass wir jedes Kind individuell untersucht haben. Die Eltern bekommen jetzt ihre Kinder genau mit der Information, was passiert ist, übergeben. Wir haben zusätzlich noch einen Notfallseelsorger in der Stadthalle, sodass die Kinder optimal betreut werden. Wir sind insgesamt mit 45 Einsatzkräften vor Ort. Über das Stichwort NAC, Notarzteinsatz 10 Verletzte, haben wir sofort 5 Rettungswagen, 3 Notarzteinsatzfahrzeuge und eine Einsatzeinheit des DAK bekommen zur Betreuung. Des Weiteren war von der Feuerwehr Erkrath die hauptamtliche Wache im Einsatz und der Löschzug Alt-Erkrath.